Sie ist Mitglied des Vorstandes der therapeutischen Gemeinschaften und als klinische Gesundheitspsychologin sowie Traumapädagogin intensiv mit der Führung einer traumapädagogischen Einrichtung befasst. Mit diesem Hintergrund gibt sie uns einen Einblick in den praktischen Arbeitsalltag und den damit verbundenen Herausforderungen, aber auch in die Glücksmomente, und das ist die Verbindung, wie das Willi gesagt hat, in unserer Arbeit. Herzlichen Dank. Umsetzung von all den traumapädagogischen und traumatherapeutischen Ideen, die unter anderem ja auch Wilmer Weiß gestaltet hat. Und ich habe von einem Kollegen irgendwann einmal gehört, naja, die traumapädagogische Wohngemeinschaft wäre ja mein Baby quasi. Und dazu ist mir so in der Vorbereitung vom heutigen Vortrag eingefallen, dass es heißt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und so ist es auch bei der traumapädagogischen Wohngemeinschaft als, als Kind. Es hat viele geistige Väter und Mütter gebraucht. Und was mich sehr freut, ist, dass heute in diesem Raum sehr, sehr viele dieser Personen versammelt sind. Das heißt, wenn ich heute diese Wohngemeinschaft vorstellen darf, dann freut es mich sehr, dass ganz, ganz viele dieser Personen, die diese Wohngemeinschaft erst möglich gemacht haben, auch hier sind. Und sozusagen, ich bin nur stellvertretend hier. Und quasi diese Arbeit, die hier getan worden ist, auf allen Ebenen damit einfach auch geschätzt werden. Und ich möchte einfach in dieser Stunde, die mir da zur Verfügung steht, auf der einen Seite ein wenig die traumapädagogische Wohngemeinschaft vorstellen und auf der anderen Seite natürlich auch darauf eingehen, wie geht ganz praktisch als Mitarbeiterin im Betreuerteam, in der Leitung, wie geht es uns? Wie versuchen wir das gemeinsam umzusetzen, was theoretisch ja oft besprochen wird? Und natürlich an erster Stelle bei einer Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche. Und die therapeutische Gemeinschaft ist in langer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu einem Punkt gekommen, an dem klar war, wir brauchen in der Kinder- und Jugendhilfe eine neue Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zu betreuen. Es gibt Kinder und Jugendliche, die brauchen etwas mehr als das, was zurzeit vorhanden ist. Und aus allen Erfahrungen, die wir mitgebracht haben, aus den stationären Diensten, aus den mobilen Diensten, aus den persönlichen Erfahrungen, einfach auch, weil zum Beispiel, wie es so Zufall so haben will, genau zu der gleichen Zeit ich eine Traumatherapieausbildung gemacht habe, aus all diesen einzelnen Erfahrungen ist die Idee der traumapädagogischen Wohngemeinschaft entstanden und ist mit Februar 2013 quasi als Projekt auch ins Rennen gegangen. Und als Titel heißt so schön ein Projekt auf dem Prüfstein. Und diesen Titel habe ich ganz bewusst gewählt, denn
ein Projekt auf 3 Jahre zu haben, ein Pilotprojekt, heißt auch, dass man ständig geprüft wird, überprüft wird, sich selber natürlich immer prüft, ob man auch noch am richtigen Wege ist, und das erzeugt sehr viel Spannung und das erzeugt manchmal auch eine gewisse Art von Belastung. Und wir haben dieses Projekt für 6 Kinder und Jugendliche konzipiert. In unserem konkreten Fall sind es 3 Burschen. Und es ist ganz bewusst eine kleine Gruppe gewählt worden, da sich einfach zeigt, dass traumatisierte Kinder in großen Gruppen, in großen Kindergruppen einfach sehr schwer überfordert sind. Und dazu gibt es dann natürlich auch ein Betreuungsteam. Unser Team besteht, also jetzt einmal theoretisch gesehen, heißt das 8 Dienstposten, also umgesetzt heißt es dann, dass es 10 Betreuer und Betreuerinnen sind. Dazu kommt dann auch noch eine Leitung. In den Anfangszeiten habe ich die Leitung vor Ort in mir gehabt, das heißt die pädagogische und wirtschaftliche Leitung. Ich habe das weitergegeben an einen Kollegen von mir. Es gibt so eine Konzertleitung, diese Konzertleitung bin also ich. Und zusätzlich zum Team zähle ich auch immer all die Personen, die das erst ermöglichen, dort auch zu arbeiten. Wir haben auch eine Haushälterin, die einfach uns das Leben um einiges leichter macht. Es gehört dazu, dass einfach auch vom Vorstand immer wieder Mitglieder im Team sind. Ich zähle zu unserem Team genauso unsere Therapeuten, unseren Psychiater, der sich um die Kinder kümmert. Also das heißt, es gibt so ein Kernteam und es gibt dann rundherum einfach noch Mitglieder des Teams, die ich einfach großzügig sehr mit, also einfach als wichtige Personen mitzähle, weil die einfach für unsere Kinder sehr wichtig geworden sind. Und ich möchte mich zuallererst mal mit der Sichtweise von, also der Kinder und Jugendlichen beschäftigen, denn um die geht's. Also wir haben, wie gesagt, festgestellt, wir brauchen für Kinder, für Jugendliche eine Betreuungsform, die es in der Art und Weise nicht ganz gibt. Es gibt sozialpädagogische Wohngemeinschaften, es gibt einige Wohngemeinschaften, die natürlich auch schon den Fokus auf Trauma gelegt haben. Wir haben aber, wie man schon im Schlüssel sieht, im Betreuungsschlüssel sieht, einfach auch Organisatorisches umgestellt. Bei uns ist wirklich ein Teil drauf, dass es mehr Betreuer gibt in einer kleineren Gruppe von Kindern, um einfach den Anforderungen gerecht zu werden, die Traumapädagogik an uns auch heranträgt. Also wenn wir quasi wirklich die umsetzen möchten, müssen wir auch was strukturell auch was verändern. Ansonsten sind die Auswirkungen nicht so groß, wie wir es gerne hätten. Einfach haben wir insofern mit dem Land verhandelt und haben so auch es geschafft, sich mehr Dienstposten zu haben. Und wir haben auch bewusst eine gemischte Gruppe gewählt, das heißt Mädels und Burschen. Es war uns nicht ganz klar, welche Anfragen kommen werden. Wir haben damit gerechnet, dass eventuell auch Geschwisterpaare kommen könnten. Dementsprechend haben wir das auch offen gelassen. Im Hintergrund des Konzepts liegt natürlich die Traumapädagogik, auch die Traumatherapie, weil ich aus dieser Richtung auch geprägt bin. Und so war im Konzept einmal ganz klar, welche Ziele wollen wir verfolgen. Das heißt, wenn man sich ein bisschen im Trauma auskennt, man weiß, Trauma ist etwas, das ganz plötzlich kommt, das Ohnmachtsgefühle erzeugt, das absolut diese Beschreibung, das reißt einen quasi den Boden unter den Füßen weg, beschreibt, glaube ich, dieses ganze System der Traumatisierung. Und um da etwas dagegen zu stellen, um ein Gleichgewicht herzustellen, braucht es einfach das Gegenteil. Das heißt, in erster Linie war das Konzept darauf, haben wir uns das überlegt, dass wir Sicherheit, Stabilität und positive Beziehungen für unsere Kinder bieten möchten, um diesen Gegenpol zu den traumatisierenden Erfahrungen zu schaffen. Das heißt natürlich auch, alles das, was ich mir konzeptuell irgendwann mal gedacht habe und dann auch niedergeschrieben habe, und das hört sich wunderbar an,
Es muss umgesetzt werden. Und es muss umgesetzt werden vom Betreuungsteam. Das heißt, um Sicherheit zu schaffen, um den Kindern Sicherheit geben zu können, braucht es in erster Linie mal einen sicheren äußeren Ort. Und wir haben wirklich das Glück, das Haus so gelegen zu haben, dass es, ich glaube, jeder, der mal dort war, weiß es, erstens mal einen wunderschönen Überblick hat, also es liegt wirklich schön und zweitens relativ weit weg ist von irgendwelchen Durchzugsstraßen. Das heißt, allein so wie das Haus liegt, ist es schon einmal ein schöner Ort. Gleichzeitig haben wir diesen sicheren inneren Ort so umgesetzt, dass wir keine Elternbesuche vor Ort haben, dass auch alle Besuche, die ansonsten in die Wohnungen kommen, angekündigt werden, dass den Kindern so wenig wie möglich ein neues Überraschendes quasi unterkommt, sondern dass wenn ein Besuch kommt, die Kinder einfach auch gut vorbereitet werden. Das heißt, wir haben einmal im Außen versucht, eine Möglichkeit zu schaffen, den Kindern wieder ein Gefühl zu geben, dass sie sicher ankommen können, dass sie sicher sein können. Was natürlich eine Herausforderung war, insbesondere am Anfang, du musst denken, das waren 6 Kinder, die sich nicht gekannt haben. Es waren 6 Kinder, die zwar nacheinander gekommen sind, aber dann innerhalb von ein paar Monaten doch war die Gruppe aufgeführt, die in einem fremden Ort gelandet sind, getrennt von ihren bisherigen Kernsystemen. Und das hat von Natur aus eine große Unsicherheit gestiftet. Das heißt, alle Symptomatiken, die man so kennt, ich denke mal, jeder, der im stationären Bereich arbeitet, kennt diese Symptomatiken, wie davonlaufen, Eskalationen, aggressive Eskalationen, all das war natürlich ein großes Thema. Und wir haben uns einfach im Vorfeld schon überlegt, wie kann man genau diese Instabilität, wie kann man genau diesen Themen am Anfang begegnen, um auch die staffelweise Aufnahme der Kinder. Wir haben uns weiters überlegt, ganz am Anfang noch keine Bezugspersonen vorzugeben, sondern Beziehungen wachsen zu lassen. Wir haben versucht, Strukturen zu schaffen, die aber natürlich auch erst wachsen. Es ist eine neue Wohngemeinschaft, das heißt, gewisse Strukturen sind erst gewachsen und wir versuchten einfach am Anfang durch Tagesstrukturen, durch klare Strukturen, einfach so weit Stabilität zu nehmen, weil diese Kinder ankommen können. Und positive Beziehungen zu geben war natürlich von Anfang an ein großes Thema und wie wir wissen, traumatisierte Kinder kommen immer mit Beziehungsauffälligkeiten, mit Bindungsauffälligkeiten. Das ist sicher eine große Herausforderung, diesen Kindern zu zeigen, wir sind da und wir bleiben da und ihr bleibt ebenso. Das heißt, das, was man in allen Büchern so liest und theoretisch gelesen, dass diese Kinder in den Anfangszeiten recht angepasst sind, hat sich bewahrheitet, mal mehr, mal weniger und Beziehungen sind immer stärker gewachsen und somit durften diese Kinder dann auch immer stärker ihre Symptome zeigen. Ein Ziel ist natürlich die Symptomreduktion, also ich muss sagen, im ersten Jahr war es natürlich so, dass wir erst einmal kennengelernt haben, was bringen diese Kinder alle mit. Das heißt, gewisse Themen sind erst im ersten Jahr so richtig zum Vorschein gekommen. Mit Sicherheit auch deswegen, weil erst nach 3 bis 6 Monaten diese Beziehungen erst im Wachsen sind. Wie schon gesagt, liegt hinter diesem Konzept die Haltung der Traumapädagogik. Und mir ist auch immer sehr wichtig, meiner Ansicht nach, ist es eine Haltung, und zwar eine Haltung, die uns allen gut tut. Wenn man die 5 Punkte liest, denke ich mal, wird jeder mir zustimmen, dass das Punkte sind, die in jeder Beziehung, ob das private Beziehungen sind, berufliche Beziehungen sind, diese Haltungen tun gut. Für mich heißt es immer nur, dass traumatisierte
Kinder und Jugendliche etwas feinfühliger sind. Sie reagieren schneller. Was wir vielleicht noch aushalten, der Umgang miteinander, der nicht immer sehr wertschätzend ist, das hält für so ein Kind oder so ein Jugendlicher nicht mehr in diesem Maße aus. Das heißt, es liegt an uns, achtsamer und feinfühliger zu werden. Und diese Haltung durchzieht, wenn ich diese Haltung zu übernehmen beginne, dann mein gesamtes Leben. Also ich kann nur von mir sprechen, ich gehe nicht in den Frauen-WG und bin dann eine andere und habe dann ein neues Wertekonzept, sondern diese Haltung versuche ich zu leben. Und zwar immer und überall. Und mit Sicherheit so die Achtsamkeit, das ist, was lernbar ist und trainierbar ist, auch diese Haltung etwas, die erlernbar ist. Aber weniger in einem wie du X, sondern einfach in einem selbstreflektierenden Maße zu überlegen, wie kann ich wertschätzend umgehen mit all meiner gesamten Umgebung. Die Annahme des guten Grundes sagt ja, dass jedes Symptom einen guten Grund hat, dass jede Handlung einen guten Grund hat. Und es hat sich im Team am Anfang gezeigt, da gibt es einen guten Satz, man erkennt nicht immer den guten Grund hinter einer Handlung. Es gibt Symptome, die sind klar und deutlich und man weiß klar, weil, und es gibt dann wieder Handlungen, die sind schwer zu durchblicken. Und die Frage nach einem du tust das weil, war wirklich ein Zaubersatz. Unser Team hat sich wochenlang amüsiert, weil natürlich in den Teamsitzungen nur mehr die Frage gestellt hat, nur und wann. Aber es hat sich auch gezeigt, dieses Team lässt viel mehr Spielraum. Ja? Das heißt, ein Warum engt ein, drängt in die Defensive. Die Frage nach dem Weil hat wirklich allein im Team etwas bewirkt. Und die Haltung dahinter, dass alles, was dieses Team zeigt, alles, was uns passiert, quasi irgendwann einen guten Grund gehabt hat. Und dass wir vielleicht jetzt gerade ein Auslöser sind dafür, dass wieder mal eine Eskalation stattfindet, aber dass dieses Kind es nicht macht, weil es uns was Böses möchte. Diese Grundhaltung kann im Team sehr viel Sicherheit geben. Die Wertschätzung der Symptome der Kinder ist ein Teil. Wie gesagt, eine wertschätzende Haltung ist dann nicht nur das Kleine, sondern es heißt zum Beispiel auch, die Eltern wertzuschätzen. Es heißt auch, eine Haltung der Wertschätzung der Nachbarn, der Schulen, der Polizei, der Psychiatrie, wem auch immer gegenüber zu zeigen. Auch wenn das manchmal nicht immer einfach ist. Also man kann sich wahrscheinlich vorstellen, wir sind dort auch in der Gemeinde neu. Wir haben dort erst quasi uns bekannt machen müssen. Es war, denke ich mal, auch für uns ganz sehr überraschend, dass da keine Familie einzieht, sondern ein Verein mit 6 Kindern. Und auch das ergibt Unsicherheit. Und einfach diesen Ängsten, diesen Unsicherheiten mit Wertschätzung gegenüberzutreten und immer wieder aufs Neue in Kontakt zu gehen, auch hier Beziehungen zu knüpfen. Auch das ist ein Teil davon, wie man diese Haltungen leben kann. Und insbesondere für die Kinder ist es ganz wichtig, dass die Wertschätzung ihrer Bezugssysteme klar ausgesprochen wird. Ein klares, das, was getan wird, ist dann nicht okay, du bist hier, weil. War immer eine große Frage, ja, warum bin ich in einer WG? Ja. Diese Frage wurde im ersten Jahr ganz klar und immer wieder, je nachdem, ganz individuell beantwortet von uns. Du bist hier, weil. Und gleichzeitig aber die Wertschätzung, eine Erinnerung daran, dass sie konnten. Was auch in diesem Sinn individuell war. Ja. Das heißt, es war eine ganz individuelle Arbeit und eine sehr wertschätzende auf allen Ebenen. Die Partizipation sagt aus, dass die Kinder einfach auch Anteil sind, Anteil haben dürfen, geschätzt werden in ihren Ressourcen. Ob das in den
regelmäßigen Haussitzungen sind, wo die Kinder einfach gefragt werden, was darum geht, was passt, was passt nicht, was können wir machen, Hausregeln gemeinsam erarbeitet werden. Also das heißt, die Kinder haben in der Gestaltung ebenso einen Anteil. Es wird ihnen zugetraut, dass sie mitreden können. Und wenn man bedenkt, unsere Kinder, es gibt das Aufnahmealter bei uns zwischen 6 und 14, sie können dann bis 18 bleiben, in Einzelfällen darüber hinaus. Das heißt, diese Gruppe, im Moment ist die jüngste 8, also unsere Gruppe wird halt gesagt, ihr könnt daran teilnehmen. Und wir trauen euch zu, dass die Dinge, die ihr mit einbringt, gut sind. Es hat heute den ersten Sommerurlaub gegeben, den gemeinsamen. Auch hier waren die Kinder quasi auch in der Planung mit dabei. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder wirklich teil sind. Sie sind in diesem Haus zu Hause, unter Anführungszeichen, und sie haben auch ihren Anteil, mitreden zu dürfen, ihre Ressourcen mit einbringen zu können. Die Transparenz ist immer herausfordernd. Transparenz heißt auf der einen Seite, dass man ehrlich ist, dass man klar sagt, dass man auch klar sagen kann, wie gesagt, du bist hier rein und du bist hier, solange bist. Fragen offen und ehrlich beantwortet und auch offen und ehrlich mal sagen zu können, ich weiß es nicht. Das kann ich so nicht sagen. Ja. Wo können wir die Antwort herkriegen, gemeinsam auf die Suche zu gehen und zu sagen, wir sind vielleicht für diese Antwort nicht zuständig, aber wen können wir fragen, wen können wir fragen, um deine Antwort zu erhalten, die du brauchst. Und ein großer Punkt ist natürlich Spaß und Freude, der einfach ein großer Teil dessen ist, um wieder ein Gleichgewicht herstellen zu können. Um einfach im Moment wieder Freude und Spaß erleben zu können. Es gibt immer wieder Momente, die sind schwierig. Und es gibt immer wieder Herausforderungen. Ob das die Hausübung ist, die zur nächsten Eskalation führen könnte, oder ein Nein, Süßes gibt es erst nach dem Mittagessen. Das sind die Herausforderungen des Alltags, die sich immer und dann sehen ja natürlich auch das Betreuerteam stellen muss. Und dazwischen gibt es diesen großen Teil an Spaß und Freude, der dieses Gewicht braucht, der lebensnotwendig ist und nicht nur für die Kinder. Damit etwas gut funktioniert, braucht es Spaß und Freude an dem, was man macht. Und das fängt damit an, dass wir mit wirklich einem großen Garten viel Freiraum zur Verfügung stellen können, dass die Kinder wirklich einfach raus können und sich bewegen können. Ganz, ganz wichtig für Kinder, die unter so einer großen Anspannung stehen, unter so einer großen körperlichen Anspannung stehen. Dadurch eine relativ kleine Gemeinde ist, sind die Kinder einfach auch irrsinnig gut eingebunden in alle Veranstaltungen, die die Gemeinde bietet. Ob das Sommerveranstaltungen sind, ob das Schulveranstaltungen sind, das ist alles, wenn diese Kinder einfach gute soziale Netze knüpfen können, um sich gut zu integrieren, um einfach ein Teil der Gemeinschaft zu werden, das wird gut genutzt und fruchtet. Und natürlich geht es dann stark darum, wie können diese Kinder in der Gruppe gut miteinander interagieren. In einer Fortbildung habe ich mal den Vergleich gehört, man stelle sich diese Kinder am Mittagstisch vor, die sind gerüstete und bewaffnete Ritter. Ein Mittagstisch ist eine Situation, die diese Kinder nicht als entspannend empfinden. Schon gar nicht am Anfang, wenn sie ganz frisch in eine Wohngemeinschaft kommen. Sondern da ist Vernachlässigung oft ein Thema. Das heißt, ein Mittagessen kann zur Kampfsituation werden, beziehungsweise kann die Spannung so erhöhen, dass alle Mechanismen anlaufen von Flucht, Kampf, bis über die Situation ist alles da. Ja? Das heißt, diese Gruppe und diese Dynamiken, die in einer Gruppe ablaufen, sind natürlich eine Herausforderung fürs Team. Wie kann man diese Gruppenphänomene gut lenken? Wie kann man da auch sehr schnell handeln, um zu deeskalieren?
wobei wir einfach darauf geschaut haben, dass gerade bei diesen Momenten, die sehr spannend sind, ja, die diese Spannung erhöhen, auch immer 2 bis 3 erwachsene Personen anwesend sind, weil allein die Anwesenheit diese Spannung senken kann. Das heißt nicht, dass es nicht immer mal ist. Aber man versucht einfach im Vorfeld schon einmal zu überlegen, wie kann man diese Dynamik im Vorfeld schon einmal stoppen, dass es nicht unbedingt schon bei der Suppe die ersten Tränen gibt. Einzelbetreuung ist ein großes Stichwort. Diese positiven Beziehungen, die ganz am Anfang angeführt waren, die können natürlich intensiviert werden über die Einzelbetreuung. Und Einzelbetreuung heißt auch wirklich ein Betreuer, meistens der Bezugsbetreuer ist mit einem Kind unterwegs. Und wenn es ein gemeinsamer Besuch beim Zahnarzt ist, dann ist da der Betreuer dabei und hält das Händchen, das ist beziehungsstärkend. Oder ob es darum geht, Turnschuhe zu kaufen, ganz egal, oder Eis essen zu gehen. Also das heißt, diese Einzelbetreuungen sind ein ganz wichtiger Punkt, die auch wirklich regelmäßig stattfinden und die einfach auch zeigen, in diesen Einzelbetreuungen finden dann ganz viele Dynamiken statt zwischen Betreuer und Kind. Und darum möchte ich auch jetzt wirklich auf diese Herausforderungen eingehen, die wir ja als Betreuer miterleben. Und da waren einfach auch von uns die Überlegungen, wenn wir heute auch schon gehört haben, es ist eine Herausforderung, ein stabiles Team zu haben. Ja, auf der gleichen Ebene weiß man möchte ein stabiles Team wie möglich haben, um diese Beziehung stabil entwickeln zu können. Diese Kinder haben meistens Beziehungsabbrüche hinter sich. Also wenn man dann denkt, die kommen aus den Herkunftsfamilien, sind eventuell mal untergebracht, vielleicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, auf der heilpädagogischen Station, eventuell vielleicht dazwischen noch bei einer Krisenpflegefamilie, bis sie dann wirklich in einer Wohngemeinschaft sind, haben sie manchmal verschiedene Stationen hinter sich. Das heißt, allein dieser Prozess, da gibt es einige Beziehungsabbrüche. Und meistens in den Biografien erlebt man dann einige Beziehungsabbrüche mehr. Das heißt, man möchte diese positive und stabile Beziehung bieten. Das heißt, so wie wir ganz am Anfang in der Anmoderation gehört haben von Hermann, man versucht natürlich eine Möglichkeit zu schaffen, dass dieses Team stabil bleibt. Und die Überlegung dazu war natürlich, braucht auch ein Kollege, er braucht Sicherheit, Stabilität und positive Beziehungen. Wenn ich zurückdenke, wie wir begonnen haben, konnten wir nicht einmal mit Sicherheit sagen, wann wir starten. Das heißt, dieses Team, das ich schon einmal versammelt hatte, hat von mir die Information bekommen, wir sind ein Pilotprojekt. Nein, wir sind es eigentlich noch nicht. Also das heißt, wir sind in der Startphase, wir wissen noch nicht, wann wir beginnen. Das heißt, wir konnten nicht die Sicherheit bieten, wir starten hier ab diesem Moment. Wir wussten, wo wir starten, wir wussten, mit welchem Konzept wir starten, aber wir wussten nicht, wann. Unsere Teammitglieder haben sich darauf eingelassen. Das heißt, wir sind wirklich recht kurzfristig dann zusammengesessen, wir haben den Startzeitpunkt, wir haben uns schon ein halbes Jahr vorher getroffen, wir haben uns versucht kennenzulernen, wir waren im Austausch, aber wirklich in den Start sind wir dann sehr kurzfristig gegangen, das heißt, wir haben da so 2 Minuten Zeit gehabt, die haben wir genutzt, noch einmal quasi uns startklar zu machen und sind dann quasi in eine komplett unsichere Situation gestartet. Wir wussten nicht, welche Kinder kommen. Die Kinder wurden, also die Kinder haben das erste Mal gesehen, wenn sie zu uns gekommen sind und es hat auch keine Aufnahmezeit gegeben. Es war klar, wenn ein Kind kommt, dann bleibt es. Das heißt, natürlich versucht man dann als Arbeitgeber Stabilität zu bieten, wo es geht und Unterstützung zu bieten, wo es geht. Wobei man einfach sagen muss, das Team hatte wirklich zu arbeiten. Ganz klar, also gut ab vor dieser Leistung mit 9 neuen Kolleginnen und 6 neuen Kindern einfach sich darauf einzulassen und zusammenzuwachsen.
wir versuchen natürlich Stabilität zu bieten mit Strukturen, wie Kinder ihre Alltagsstrukturen haben. Das heißt, unsere Kinder haben im Zimmer hängen ihren Tagesablauf, sie haben am Gang hängen, wer im Dienst ist. Sie haben Einblick darauf, was gibt es zum Essen, das heißt, Strukturen sind klar festgelegt. Da haben wir natürlich versucht, Strukturen vorzugeben, Grundstrukturen vorzugeben, aber gleichzeitig, auch hier war für mich ein großer Punkt, diese Haltung mit reinzubringen, über Partizipation im Team zu sagen, welche Strukturen brauchen wir. Das hat damit begonnen, dass es am Anfang geheißen hat, keine Listen. Nach einem halben Jahr hat es geheißen, wir brauchen alles Listen. Und nach einem halben Jahr haben wir dann von dem riesigen Ausmaß der Listen, die wir hatten, wieder reduziert. Das heißt, wir waren beweglich. Wir waren individuell. Wir haben uns einfach die Freiheit genommen, das zu nehmen, was wir brauchen und das auch wieder zu verändern. Das war auch nicht immer einfach. Wertschätzung auf allen Ebenen war mit Sicherheit ein Stichwort für das gesamte Team, einfach Wertschätzung damit umzugehen, warum ein Kollege gerade so handelt, weil es hat sicher einen guten Grund, warum er das so macht, aber auch das mal in der Teamsitzung so zu präsentieren, kein wie tust du, ja, sondern eher, du hast da was dabei gedacht, was hast du dabei gedacht, ja, ich habe quasi, bin da an dem am Tag nicht mitgekommen, erklär mir das jetzt. Und es ist in dieser Arbeit einfach nicht immer so einfach, diese Wertschätzung und vor allem eben tagtäglich mitzubringen. Das heißt, es hat halt wirklich immer wieder ein, soll man mal sagen, wir haben es immer wieder vorgebetet, um selbst. Ja? Also wenn jemand in der Selbsterfahrung EMDR gemacht hat, dann heißt das, bleiben Sie dran. Das war quasi das Credo, das habe ich erst auch, und der hat mitgenommen, wir bleiben dran an unseren Haltungen und wir setzen die immer wieder von vorn um. Es braucht Transparenz, auch für die Kollegen, auch das eine Herausforderung, es sind doch mehrere Ebenen, man versucht so viel an Transparenz wie möglich zu geben und gleichzeitig sich zu überlegen, welche Informationen gebe ich, aber vielleicht erst eine Woche später, weil das im Moment einfach nur Unruhe im Team bringen würde. Hat nicht oft funktioniert. Informationen sickern durch, das ist unglaublich. Von welchen Seiten man glaubt es kaum. Aber es war von unserer Seite auf jeden Fall immer das große Thema, wir versuchen so offen wie möglich und rechtzeitig wie möglich zu informieren. Einfach weil Informationssicherheit gibt. Weil es viel leichter ist, in die Arbeit zu gehen, wenn man weiß, was vielleicht die letzten drei Wochen passiert ist, als dorthin zu kommen und sich zu überlegen, wow, also vor meinem Urlaub hat es noch anders ausgeschaut. Das heißt, da gibt es auch immer wieder einfach Diskussionen im Team, die dürfen sein, wie viel Information möchte ich, wie viel Information brauche ich und wann brauche ich sie. Und natürlich das Thema von Spaß und Freude ist auch für unsere Kollegen ein großes Thema. Man geht einfach nur gern in die Arbeit, wenn man dort einfach auch Spaß erlebt. Und so sehr Beziehungsaufbau und dieses Beziehung halten mit Kindern, die manchmal sehr eigenwillige Verhaltensmuster zeigen, wie sehr das manchmal auch belastend ist, diese Beziehungen bringen genauso viel Spaß und Freude. Und sich diesen Alltags, dieses Alltagslebens einfach in einer Wohngemeinschaft stattfindet, mit in der Früh gemeinsames Frühstück und Frühstück backen und in die Schule und keine Ahnung, zwei Anrufe von der Schule, weil das Team gerade wieder zurück unterwegs ist. Also das sind natürlich Dinge, die sind Alltag, die sind Herausforderungen und gleichzeitig aber mit der Haltung, naja, das Kind ist von der Schule unterwegs zu uns, was kann uns Besseres passieren? Ja? Das heißt, was natürlich für uns immer eine große Herausforderung war, war mit anderen Systemen uns gleichzuschalten. Wir haben eine gewisse Haltung etabliert, einen gewissen Umgang etabliert. Jetzt sind unsere Kinder ja nicht nur bei uns in der Wohngemeinschaft. Anfangs sind sie bei uns geschult worden. Da haben wir einfach den Übergang in die Volksschule gut geschafft. Wir haben ganz eng mit der Volksschule zusammengearbeitet und da war es einfach klar, wenn diese Kinder aus der Klasse rausgehen und gehen, kriegen wir die Verständigung und wenn die Viertelstunde später bei uns nicht
da sind, dann gehen wir sie suchen, wenn die eine halbe Stunde später nicht da sind, dann wird es mit der Polizei verständigt. Das heißt, das war ein enges Informationsnetzwerk, das auch zum Aufbau war. Diese Transparenz war natürlich auch für unsere Umgebung wichtig, zu wissen, was tun wir, wie tun wir. Das heißt, den Kontakt mit der Polizei herzustellen, ganz intensiv mit der Schule, mit den Ärzten vor Ort. Das heißt, das war genauso ein großer Punkt, den wir versucht haben, so gut wie möglich zu schaffen. Es war ein bisschen ein zeitlicher Spagat. Die Kinder sind gekommen und, also sechs Kinder sind normal einfach, da gibt es viele Themen. Ja? Und dann zeitgleich einfach all diese Themen wie Schule, Nachbarn, und Polizei und Ärzte gleichzeitig zu versorgen, war herausfordernd. Wir haben es gut gemacht. Das heißt, ich denke, nach den 2,5 Jahren kennen uns jetzt die Institutionen ganz gut, wobei es immer noch eine Herausforderung ist, was diese Haltung betrifft. Unsere Haltung heißt, wenn ein Kind in der Schulklasse es nicht mehr aushält und die Spannung so hoch ist, dass es in den Fluchtimpuls kommt, dann soll es nicht gehen und zu uns heimkommen. Das ist nicht immer in Schulen vertretbar. Da einfach gut zusammenzuarbeiten, auf eine Basis zu kommen und zu erklären, warum es notwendig ist, dass es gut ist, dass es vertretbar ist. Das ist immer noch Arbeit. Und ich denke, so wie Wilma am Anfang gesagt hat, es braucht einfach eine Klarheit und es braucht etwas wie eine Öffentlichkeit, die dahinter steht. Das sind so die Punkte, die wir im Kleinen in dieser Gemeinde versuchen zu erarbeiten. Und ich denke, nach 2,5 Jahren stehen wir da am Anfang und glaube ich, werden wir da auch weitere Erfolge erzielen. Spaß und Freude ist mit Sicherheit auch in diesen Alltagsdingen zu erleben. Einfach die Freude, wenn Dinge funktionieren, wenn diese kleinen Erfolge des Lebens, ja, und das sind manchmal dieses Kind geht in die Schule, ist zwar schon eine Stunde später wieder daheim, aber dieses Kind ist in die Schule gegangen. Erfolgreich, ein Haken drunter. Wie oft schaffen wir es in dieser Woche, dieses Kind mitzunehmen, dass es in der Schule mal ankommt? Diese kleinen Schritte zu sehen, das ist die tägliche Arbeit. Und das ist auch die tägliche Freude, wenn man diese Erfolge sieht. Und ich denke, da ist so dieses Schlagwort der Achtsamkeit einfach sehr passend. Man muss in dieser Arbeit sehr achtsam sein. Das hat auf der einen Seite natürlich zur Folge, dass man diese großen Dinge sehr gut wahrnimmt und die sind manchmal auch anstrengend. Und gleichzeitig all diese kleinen Dinge, all diese kleinen Erfolge des Alltags können einfach in eigenes Lob umgewandelt werden. Das, was wir selbst machen, ist so dieses Eigenlob, das darf man sehr oft machen, einfach zu sagen, hast du gut gemacht, hast du gut geschafft und gleichzeitig auch, habe ich auch gut gemacht, ja, gemeinsam. So wie ich gesagt habe, es ist ein ganzes Dorf notwendig, um auch so ein Projekt umzusetzen. Es ist immer es sind gemeinsame Schritte, die wir gegangen sind, auch mit den Kindern. Und natürlich auch diese Stabilität im Team, wobei wir sagen, natürlich hat es auch bei uns gerade im ersten Jahr eine Verkürzung gegeben. Also ich war ja der Annahme, ich schaffe 90% des Teams durchzubringen, ich habe es jetzt ganz geschafft, muss ich zugeben. Aber es sind einige der Personen, die wirklich von Anfang an im Team waren, auch heute noch da. Das freut mich sehr. Und dementsprechend haben wir natürlich von Anfang an versucht, da wir ja gewusst haben, auf welche Herausforderungen wir uns da einlassen, ein enges Netz einfach auch für die Kollegen zu spannen. Angefangen von den wöchentlichen Teamsitzungen bis hin zu Fallsupervisionen, wobei wir unseren Fallsupervisor so gesucht haben, dass er zeitgleich auch der Psychiater für unsere Kinder ist, das heißt, er hat einen Überblick über die Fälle, kann sich mit den Fällen gut supervidieren. Das heißt, das war von Anfang an ein sehr enges Netz, das wir gesteckt haben. Das heißt, wir sind alle sechs Wochen mindestens in einer Teamsupervision oder
falsche Position gesessen. Das ist ebenso ein zeitaufwendiger Prozess. Er hatte sich gelohnt, ja, einfach diese Regelmäßigkeit zu haben, immer wieder auszusteigen, immer wieder in einer Position die Dinge von einer anderen Seite zu betrachten, war gut. Und ich weiß einfach, wenn ich zurückdenke, vor 15 Jahren, als ich begonnen habe, in der Kinder- und Jugendhilfe zu arbeiten, war für mich Supervision noch nicht selbstverständlich. Ich weiß, mir ist angeboten worden, das, was ich tun habe müssen, habe ich gemacht, aber alles Zusätzliche, na, danke, traue ich nicht. Ja? Einfach aus, keine Ahnung, wirklichen Übermut oder einfach auch noch nicht diese Erfahrung zur Supervision, wirklich was sehr Hilfreiches ist, habe ich mir damals einiges verwehrt. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir das einfach so eng von Anfang an starten, dass das einfach klar ist, das müssen wir machen, das macht dann Sinn, das tun wir einfach, weil wir einfach wissen, dass Supervision einiges von dieser Last mittragen kann, andere Personen zu haben, eine Außensicht zu haben. Die Übertragungsphänomene sind dermaßen schnell da, dass selbst als Leitung man mitten drinnen steckt. Und da braucht es regelmäßig eine Sicht von außen, die gilt. Und für uns war einfach auch ganz wichtig, dass all die Personen, die auch auf supervisorischer Seite tätig sind, Wissen über Trauma haben. Für uns war klar, wir sprechen nur eine gemeinsame Sprache. Alle unsere Kolleginnen sind entweder fertig ausgebildet in einer Traumapädagogik-Ausbildung oder sind mittendrin. Wir brauchen einfach auch ein System im Außen, das die gleiche Sprache spricht. Das heißt, dass unser Kinder- und Jugendpsychiater einfach auch Traumatherapeut ist, genauso wie einfach die Supervisionen, die wir uns immer wieder genommen haben, immer wieder von Supervisoren geleitet worden sind, die mit dem Thema Trauma Bezug hatten und einfach wussten, von was wir sprechen. Einzelsupervision wird dann noch zusätzlich angeboten, und zwar, es kommt nun mal immer wieder auch zu Übergriffen, das heißt, in Eskalationssituationen kann es einfach sein, dass man einfach körperlich sich bedroht fühlt. Oder dass man einfach schlichtweg mit einem Messer bedroht wird. Ja? Also es gibt auch, kommt immer wieder zu Situationen, die sich zuspitzen, wo ganz klar ist, okay, das Team bespricht das, aber jeder einzelne Betroffene hat noch die Möglichkeit, in Einzelsupervision zu gehen. Kann sich dem Supervisor dazu einfach aussuchen? Wird zum Teil für uns bestellt oder kann man sich einfach als selber aussuchen? Also das heißt, dieser Teil war mir immer sehr wichtig, da von unserer Seite, das heißt einfach auch von der organisatorischen Seite zu sagen, ihr seid uns wichtig. Ja? Wir wissen, eure Arbeit ist auf beiden Seiten, es ist eine Herausforderung, sie kann auch sehr schön sein, aber sie ist etwas, das zu Herzen geht. Denn im Grunde arbeitet man nur dann gut, wenn man wirklich in Beziehung geht und gleichzeitig schafft, gewisse Grenzen zu wahren. Und das ist manchmal ein sehr goldener und schmaler Mittelweg. Ja? Und diese Übertragungsphänomene, die einfach in kürzester Zeit da sind, der Therapeut tut es noch ein bisschen leichter, der hat den Tisch vielleicht noch dazwischen und der ist in einer, nicht in einer Alltagssituation. Ja? Das ist was ganz anderes, wenn ich beim Mittagessen stehe und koche, drei Kinder um mich sind, da passieren halt diese Übertragungsphänomene viel schneller. Da ist die Achtsamkeit manchmal auf ganz andere Punkte gerichtet. Da muss ich schauen, dass quasi, keine Ahnung, am Sonntag der Sonntagsbraten nicht anbrennt und gleichzeitig muss ich vielleicht noch Kinder versorgen, die irgendwo nur in der Küche sind. Da kann ich nicht ständig meinen Fokus drauf haben, was ist gerade meins und was ist gerade das vom Kind. Das kann ich dann im Nachhinein. Das kann ich dann in einer Teambesprechung, das kann ich meinetwegen in einer Einzelsupervision. Darum war uns klar, das ist ein großer Punkt, den möchten wir einfach bieten und den möchten wir einfach auch als Organisation sehr klar zur Verfügung stellen. Einen Teil, der meiner Meinung nach auch einen sehr großen Teil ausmacht, ist alles, was so das eigene betrifft, den eigenen Umgang mit sich selbst. Und diesen Kreis kann ich natürlich als Organisation ganz schwer anordnen. Also ich kann ganz schwer zum Kollegen sagen, du, ich sehe, dass du brauchst noch ein bisschen Selbsterfahrung in dem Bereich, mach das. Es zeigt sich aber, dass gerade diese Eigenreflexion, diese eigene Erfahrung mit sich selbst
sehr viel ausmacht. Also die Kolleginnen, die gut mit sich selbst verbunden sind, ja, die einfach auch ins Team kommen können und sagen, mir geht's gut, weil, oder mir geht's auch gar nicht gut, weil, ja, die einfach diese Verbindung zu den eigenen Gefühlen sehr gut haben, einfach zur eigenen Wahrnehmung. Die tun sich auf Spur leichter, weil sie einfach in all diesen Beziehungsmustern und in diesen Beziehungsdynamiken, die es einfach gibt, klarer sind, die sie klarer abgrenzen können. Das heißt, Selbsterfahrung in allen Bereichen, das muss nicht immer pädagogische Selbsterfahrung sein, die angeboten ist. Wenn ich an meine eigene Vergangenheit denke, Selbsterfahrung habe ich in vielen Bereichen erlebt, immer dort, wo ich an Grenzen gekommen bin. Und immer dort, wo Grenzen dann ein Stück weiter hinausgeschoben worden sind, wo einfach meine Grenze sich erweitert hat. Und das ist nicht immer gut, wenn es nur in der Arbeit passiert. Es ist schon einmal auch ganz schön, wenn man quasi auf Erfahrungen zurückgreifen kann, die man irgendwo in einer lustvollen Begegnung gehabt hat. Ob man das macht, wenn man mal, weiß ich nicht, in einen Hochseilgarten geht und sich einmal seine eigenen anstellt und einfach einmal schaut, wie gehe ich um, wie kann ich hier in einem relativ kontrollierten Umfeld meine Angst kontrollieren. Das sind wichtige Bausteine, die wir einfach auch erkennen, die innerhalb eines Teams gut tun. Wenn einfach die Kolleginnen ihr eigenes Feld gut abgesteckt haben, wenn sie wissen, wo ist die Grenze. Und das muss natürlich nur der Hochseilgarten sein. Also wenn ich ans Yoga denke, Yoga hat genau diese Prämisse. Immer wieder die Grenze ein Stück weit rauszuschieben. Und es ist das Schöne, dass in so einem großen Team Menschen sitzen, die unterschiedlichste Erfahrungen mitbringen. Und trotzdem jede Erfahrung und jede Ressource gut eingebracht werden kann. Und es ist auch eine Haltung, die mir immer sehr wichtig war, jede Einzelne, ob das jetzt das Kind ist oder ob das Mitarbeiter sind, jeder Einzelne bringt Ressourcen mit. Bringt Ressourcen mit, die ein anderer nicht hat. Und diese Ressource heißt dann zu stärken. Das heißt, es wirklich mit einzubringen, dass diese Ressource gelebt werden kann. Und ob das jetzt heißt, dass der eine Kollege dann sagt, passt, also meine Selbsterfahrung habe ich das mit Klettern gemacht, das war super und ich nehme zwei Kinder mit und erarbeite mir das mit den Kindern. Oder die andere Kollegin sagt, na, also meine Erfahrung mit dem Yoga und in der ganz achtsamen Körperbewegung bringt genauso viel. Ja? Also das heißt, es geht nicht um was mache ich, sondern einfach ein, gehe ich bewusst und achtsam damit und erkenne ich, was ich da mache und warum ich es mache. Die Selbstfürsorge ist so heute vielleicht dieser große Überbau, ist auch etwas, da steckt das Wort selbst drin. Das heißt, ich selber muss es machen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass immer nur quasi von außen für mich gesorgt wird, sondern ich muss wirklich einmal Verantwortung für mich selber übernehmen und mir bewusst machen, was tut mir gut. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, gerade in herausfordernden Zeiten vergisst man meistens an alle erster Stelle mal auf die Dinge, die im gut tun. Man streicht das Fitnessstudio aus dem Kalender raus, man sagt die Treffen mit Freunden ab, man kommt heim, schaut vielleicht, wenn ich habe keinen Fernseher mehr, aber schaut vielleicht den Fernseher ein und lasst einfach irgendetwas laufen. Das heißt, dieses Bewusste, was tut mir gut, geht spannenderweise, es war dann flöten, wenn man es am meisten brauchen will. Das heißt, auch hier ist das Wort der Achtsamkeit an erster Stelle, achtsam zu sein. Was brauche ich? Wann brauche ich es? Und hier habe ich, also ich verschenke liebend gern kleine Ressourcenboxen, die meine Kollegen dann einfach kriegen, die gerade wichteln, also wer immer, dessen Wicht, wie ich auch immer bin, der kriegt von mir eine Ressourcenbox mit guter Musik, mit gutem Zurich, mit einem guten Tee, vielleicht eine Schokolade, einfach mit kleinen Ressourcen des Alltags, um einfach beim Nachhauseweg von der Arbeit was zur Verfügung zu haben. Das kann im Auto stehen. Und das sind so Dinge, die kann ich natürlich als Leitung jedem in die Hand drücken und sagen, du nutzt das, aber wenn da jemand nicht sagt, ja, ich brauche es, ich weiß es, ich mache es auch, hat es natürlich wenig bekommen. Ja? Und
darum denke ich mal, ist dieser Kreis des Selbst und dieser Selbstverantwortung den Punkt, den halt jeder für sich selber mitbringt und der auch jeder sehr individuell ist. Weil es ganz wichtig ist, in der Arbeit mit traumatisierten Personen zu wissen, wo die eigene Grenze ist. Diese Kinder, diese Jugendlichen haben Grenzen kaum wahrgenommen. Ihre Grenzen wurden kaum wahrgenommen. Das heißt, das ist etwas, was wir trotz unserer positiven Beziehung einfach gut können müssen. Das im Guten abzugrenzen und zu sagen, hier ist meine Grenze, hier geht es nicht weiter. Und einfach auch zu sagen, trotz jahrelanger Selbsterfahrung, die Grenze bleibt. Ja? Das ist meine Grenze. Und die kann beim Kollegen vielleicht sogar ein bisschen anders ausschauen. Und trotzdem auch zu sagen, als Team, wo ist unsere gemeinsame Grenze? Und einfach dahingehend einfach auch dieses Gemeinschaftliche zu schauen, wieder zu schauen, wo kann dieses Individuelle dann wieder zu einem Ganzen werden. So, das heißt, ich bin jetzt im Schnelldurchlauf. Also ich bin drauf von einer Stunde, kann echt sehr kurz sein. Im Schnelldurchlauf unsere Wohngemeinschaft durchgegangen. Ich möchte hier quasi die Gelegenheit nutzen, all jenen zu danken, die einfach Teil dieses Projekts waren und sind. Also ich denke zum Beispiel auch an die Wilma Reis. Vor Jahren sind wir zusammengesessen, da hat es dieses Projekt noch nicht gegeben. Und Philipp sucht seit ich, war also quasi dieses Standardwerk, das habe ich jedem gesagt, bitte lässt euch das nicht inzwischen ein, bevor uns geht. Hermann, auch dir danke ich. auch du hast diese Teile mitgetragen, diese Musikteile, damit unsere Idee entstehen hat können. Also auch das Konzept habe ich ja so von dir als geistigen Vater ein wenig mit übernommen. Ich danke natürlich meinen Vorstandsmitgliedern, die hier sind, meinen Kolleginnen und einfach meinem gesamten Team oder Teil dieses Teams, der hier ist. Ich möchte auch dir danken, Silvia. Du hast einfach in meinem persönlichen Leben sehr viel über die Ausbildung beigetragen und somit war es mir möglich, das Ganze sozusagen in den beruflichen Alltag mitzunehmen. Und ich finde es einfach schön, dass es die Gelegenheit für mich gibt, einfach einmal so ein allgemeines Danke zu sagen. Und ich sage auch Danke auch zum Publikum, dass ihr mir so lange zugehört habt.